So, es gab kleine technische Probleme, deswegen jetzt Part 2. Also, wir sind immer noch dabei. Wir haben eben einen Feuerwehrmann festgenommen. Da stehen noch zwei Feuerwehrleute. Nein! Der Feuerwehrmann wird freigelassen. Ich habe die Ölspur beseitigt. Was sehr schön. Oh nein! Er ist jetzt für immer weg. Oh, wie schlimm. Er wollte eben festgenommen werden. Super. Was natürlich. Also jetzt, das ist auch sehr realistisch, wir kriegen jetzt erstmal keinen Einsatz, das kann jetzt mal Stunden, Tage oder Wochen dauern. Da wir jetzt nichts zu tun haben, würde ich sagen, alarmieren... Ich hab den Feuerwehrmann nicht festgenommen. Hallo, da wir nichts zu tun haben, würde ich sagen, alarmieren wir einfach mal die Wache von außerhalb, also die Fahrzeuge von außerhalb, zu uns in die Wache. Dafür gehen wir auf Leitstelle und alarmieren, ja, mach Einsatzstichwort Übung. Das, man muss natürlich nicht alles eintragen, also man kann auch kein Einsatzstichwort Straße oder Objekt eintragen. Und sowieso. Party in der Feuerwehr Wegberg. Ganz toll. Straße, Wegbergstraße ein, nein. Ups. Anlage des DJs angebrannt. Ganz toll. Oh no, der Anlage ist angebrannt. So, nein. Okay. Nein, der fehlt noch. Der fehlt noch. Der MTF Meerbeck. Was ist die Rennalarmierung? Brandeinsatz, ja. Jetzt bestätigen wir. Fahrt in der Feuerwehr wegfährt. Jetzt bestätigen wir wieder den Beat. Anlage des DJ abgebrannt. Angebrannt. Nichts abgebrannt. So, jetzt werden wir Zielposition. Jetzt sind die Leute alarmiert. Da sieht man eine formschöne Sirene. Total oldschool irgendwie, aber sind noch vorhanden. Was ist das Fahrzeug? Fahrzeug 13. Fahrzeug 13, ja. Okay, da sind Leute, die reden miteinander, neben dem nuklearen Atomkraftwerk. Das ist kein Atomkraftwerk. Obwohl, komischerweise gibt es den Weg mit einem Atomkraftwerk, seht ihr? Atomkraftwerk! Ah! Oh nein, es wird uns atomar verstrahlen. Oh, das ist ein Kohlekraftwerk. Ist das ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk? Kohle. Oh. Oder Atom, egal. Okay, es ist auf jeden Fall gesundheitsgefährdend. Wir haben kein DQMP, also muss es ja... Da fährt er im Mannschaftswagen rum. Warum weiß ich auch nicht. Philipp, warum ist denn alarmiert? Anlage ist DJ abgebrannt. Ja, klar, da steht gar keine Anlage. Doch, in dem MTF. Ja, super. Ich will jetzt noch keinen Lachflanschen kriegen. Bitte stirb hier nicht, danke. Das stinkt immer so. Nee, ich stirb. Wollt ihr festgenommen werden, Feuerwehrmänner? Ja, nein, komm nicht. Okay, Polizei Wegberg geht jetzt erstmal in den Deli Max einkaufen. Genau. Da ist ein Computer bzw. Spielladen direkt vor der Feuerwache. Ein Traum für die Jugendfeuerwehr. Wir nehmen alles mit! Wir nehmen alles mit! Ja, Beschlagnahmung! Wir nehmen alles mit. So bitte schön, wir geben ihnen 1 Euro. Tschüss. Jetzt sind wir direkt wieder weg. So schnell wie sie gekommen sind, waren sie wieder weg. Oh, oh, wir haben einen neuen Einsatz. Ein Wunder. Tankstelle Hauptstraße, ein brennender Baum. Feuer! Es brennt, jetzt werden wir mal den Löschzug Wegberg alarmieren. Nein. Doch. Okay, Einsatz Stichwort. Feuer! Feu, feu! Feu, feu! Adresse? Feuerstraße. Tankstelle. Objekthaus eintragen. Baum 1. Ja, Baum bei den Dixie-Klos. Löschkopfahrzeug, Einsatz, Leitwagen. Drehleiter. Nein, MTF nicht. Drehleiter und DLF. Genau. Ja, egal.
So, da sieht man schon, da kommt schon ein Fahrzeug. Da oben kommt schon ein Fahrzeug von der anderen Wache, also von den Alarmierten. Das ist das MTF. Sowieso. Hier kommt auch noch einer, das dürfte ein HLF sein. Bin ich gut. Da kommt das TLF. Löschwaben hier mit. Genau, das kommt jetzt mal mit. Was allerdings ein bisschen schade ist, dass FMS von den zukommenden Fahrzeugen ist nicht wirklich. Das funktioniert nicht wirklich. Also sie sind irgendwie immer auf Status 3, wenn sie hier sind. Aber sie können direkt auch aussteigen. Also das ist jetzt nicht, dass das jetzt. Ja. So, bevor die Feuerwehr wegbleckt, dann doch mal ausgibt. Was gibt denn das? Ey, Breakdown! Was macht denn der da? Kleine technische Probleme beim ELG. Kennen wir das Fahrzeug nicht von irgendwo her? Winterberg. Kann das sein? Nein. So, wir... oh no, a Baum is a tree is burning. Feuerwehr. Ach nee, jetzt müssen wir löschen. Wir waren drum zum Tanken hier. Ja, Philipp, du hast denen nicht die Information gegeben, ob die mit Sonderrechten ausrücken sollen. Wir fahren sie jetzt ohne. So, jetzt machen wir direkt wieder Status 1. Keiner wird hier mehr benötigt. Genau. Sehr tolles Chaos hier. Da steht das TLF, das ist das LF, die beiden sind woanders her. Und das ist die Drehleiter. Nur um nochmal die Ordnung hier wieder herzustellen. Das ist das andere HLF. Das hat nur 1.500 Liter Wasser. Haha, unser LF hat 2.000. Und die fahren natürlich wieder ohne Sonderrechte. Mit Sonderrechten, aber in Schneckengeschwindigkeit. Das ist toll. Tschüss. Tschüss. Ja, ja. Nee, nix Status 4, Status 1. So, jetzt nach Hause. TLF hat einen Unfall gebaut. Oh, wie schade. Feuerwehr Wegberg, TLF hat einen Unfall gebaut. Bitte nach Hause fahren. Okay. Verkehrsunfall. 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 Ungefalle. Genau, Verkehrsungefalle. Verkehr ist umgefallen. was es manchmal gibt. Teilweise parken die nicht so toll. Das muss man dann immer fertig gucken. So. Nach Hause fahren. Ah, dann wieder nach Hause. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Also der LW hat sehr schön geparkt. Deswegen kann er auch schon mal Tor zu machen. Motor aus. Motor aus. Und auf Status 2. Das TLF hat natürlich mal wieder im Torpfosten geparkt. Sieht sehr realistisch aus. So kann man auch parken. So packe ich unser, so packe ich auch mal das Auto, was ich nicht habe, immer. Im Dorfposten. Wir müssen jetzt gerade mal ein bisschen Platz schaffen. Aber eigentlich muss man den, also es ist jetzt nicht so, dass der Fehler dauernd auftritt. Man muss den nur noch mal sagen, packen ordentlich ein, so nach dem Motto, und dann machen die das. So genau wie in Bamberg. Ja, okay. In Bamberg gibt es auch manchmal den Error. Also okay, wo brennt denn hier die DJ-Anlage? Es war nur zwei. Es war der DJ. Nur, es war nur ein Weg, um euch hierher zu kriegen. Was? Das war nur typisch DJ. Wir wollten Würstchen essen und der hat dann angefangen, die Wurst neben der DJ-Anlage zu essen. Gott. Jetzt können wir natürlich gerade nochmal mit den Leuten, die gerade da sind, zeigen, dass die Feuerwehrleute Lichtmasten in der Tasche zum Beispiel haben. Ja, das ist immer noch zu doof zum Parken, egal. So, jetzt werden wir es schon mal zeigen. Achtung, sie haben ein Lichtmast in der Tasche. Jetzt sagen wir ihm, er soll ein Lichtmast da aufbauen. Jetzt guckt euch das an. Er hat ein Lichtmast in der Tasche. Volle Taschenlampe, ne? Hat einer von, wenn einer von euch so eine Taschenlampe hat, sagt mir, wo ihr die her habt. Aus dem Aldi. Ja, Aldi. Ja, Philipp, so kannst du nicht, so kannst du schlecht parken, ne, wegen dem TLF. Weil das wieder zu doof zum Parken war. Piep, 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 und so weiter. Blub, 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 blub. Ja. Toll! Weit von mir, Puppe. Fahrzeug hat einen Unfall gebaut. Seht euch das an. Seht euch das an. Perfekt zusammengekracht. Deswegen ist die Feuerwehr auch hier. Deswegen. Ich dachte, das wäre die Feuerwehrwache. Nö, gar nicht sein. Philipp, jetzt fahr mal. Die Drehleiter kann ich ordentlich packen, wenn das TLF immer noch so scheiße steht. Okay, wir müssen immer wieder in die Fahrschule schicken. Genau. Okay, Drehleiter, du kannst schön parken. Die Drehleiter, die parkt jetzt. Die kann jetzt richtig ordentlich parken, wenn das TLF nicht gerade in der Garage von dir steht. So, TLF, jetzt probier's nochmal. Komm. Bist ja wohl nicht so doof dafür sein. Ach, ja! Guck, es geht! Applaus vor der TLF.
Fazit, schafft ein Feuerwehrauto es hier nicht, müssen die Maschinisten in die Sommerschule. So, wir machen natürlich jetzt noch ein paar Minuten Let's Play, aber ich würde schon mal sagen, Fazit, es ist, die Modifikation ist ziemlich schön, also sehr gut geskinnt und so. Was das Einzige, was ein bisschen unrealistisch ist, komischerweise haben die Feuerwehrleute Lichtmast, Verteiler, Zumischer und den ganzen anderen Kram in der Tasche. Sogar ein Standrohr. Ah! Wusste ich gar nicht, dass man sowas alles in eine Tasche reintun kann. Doch, klar. Also, Gruß nach Wegberg, schickt mir mal die Adresse, wo man so solche coolen Hosen oder Jacken kaufen kann. ALDI. Wir kaufen alle bei ALDI, ja, ja. Okay, was sagt die Polizei? Falsch parken, ja, die Polizei kann immer nur Scheiße parken. Sommerschule! Auf in die Sommerschule und ihr müsst dort parken lernen. Genau, lernt parken, sonst haben du Problem. Natürlich die. Und wir geben Gas und wir geben Gas und fahren über die rote Ampel. Ja klar, die Feuerwehrmänner sind so schlau. Oh, die gehen über die grüne Ampel. Klar. Ja. Und jetzt Achtung, jetzt verschwindet der eine. Ah! Und weg ist er. Oh no, hier ist okay, die freiwilligen Feuerwehrmänner. Der andere Fall verschwindet jetzt bestimmt auch da drin. Die freiwilligen Feuerwehrmänner haben wirklich hohe Sicherheitsmaßnahmen. Die laufen über grüne Ampeln. Ja. Und die Feuerwehr, Marsbär. Ja. Nee, wär's weg. Viechberg da. Naja, los. Gut, das soll's jetzt fürs erste mit dem Let's Play zur Wegberg-Modus, zu Wegberg-Mod gewesen sein. Wenn ihr noch einen weiteren Teil davon wollt, schreibt in die Kommentare. Ja. Abonniert uns, favorisiert dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, ganz wichtig, was ihr nicht so toll fandet. Geil. Was man noch dazu sagen muss, wir mussten das jetzt leider hier mit einer Kamera aufnehmen, weil die Capture-Software nicht so gut funktioniert hat. Ja. Wenn ihr irgendeine gute, kostenlose Capture-Software habt, die das wirklich gut aufnimmt und nicht Capture-Screen heißt, dann sagt es uns. Das war's fürs Erste. Abschluss, noch einmal. Genau, wir verabschieden uns mit Tatütata.